Hier sind die härtesten Musikkritiker Deutschlands, Stefan Heller und Martin Becker, obwohl Stefan Heller heute Morgen seine Pillen ganz offensichtlich nicht eingenommen hat. Aber nicht nur die härtesten, sondern auch die beklopptesten Musikkritiker, denn wir sind völlig infiziert vom neuen Scooter-Album. Under the Radar, Over the Top ist jetzt da. Endlich! Und wir hören Musik. Dürfen das ja ist das nicht. Musik? Ja, ich bin Fan. Ich bin Fan von Scooter. Wir kommen aus Hamburg und Scooter kommen auch noch aus Hamburg und die sind ja richtig mega erfolgreich. Aber nicht, dass jetzt jeder denkt, die hätten einen Heimvorteil, nur weil sie überhaupt aus Hamburg nicht kommen. Also ich, bei Scooter finde ich es bewundernswert, wie man aus so wenig so viel macht. Also das finde ich jetzt nicht wenig, aber ich finde immer sehr gut, dass sie Sachen klauen von irgendwelchen bekannten Songs und daraus Hits basteln. Und das Album ist jetzt da, wir hören die Musik per Kopfhörer, weil wir aus rechtlichen Gründen hier bei Obwohl YouTube... Scooter uns das wahrscheinlich sogar noch erlauben. Kann sein, aber wir wollen das Risiko nicht eingehen, wir dürfen die Musik nicht laut anspielen. Es geht los mit Track 1 und der heißt Stealth. Stealth, glaube ich. Ist das ja, nicht dieser Tiefflieger? Ja, kann auch sein. Sprech, jedenfalls so eine es ist kein richtiger Song. Und der geht auch nur 1,24. So, jetzt blubbert es irgendwie ein bisschen. Oh, dann, was? Oh, das ist wahrscheinlich bei Konzerten und Diskotheken kann man das gut. So eine Stimmenorgie, irgendwie alles zusammengeschnitten. So eine ganz tiefe Stimme, die irgendwas Geheimnisvolles erzählt. Jetzt kommt die Single. Die heißt J'adore Hardcore. Ja, die finde ich ganz gut. Ich glaube, Scooter haben schon mal stärkere Sachen gebracht. Ja, ich kann jetzt nicht genau sagen, was an dem Song anders ist als sonst. Ja, ich bin auf Track 3 gespannt. Tisento. Das ist alte Nummer. Ja. Ist das wirklich die alte Nummer? Noch kann ich sie nicht erkennen. Das müsste ja irgendwie Italo-Disco sein, ne? Tisento? Ja. Das ist schon mal charakteristisch. Ja, und schon geht's ab. Ich glaube, out of the speaker! Ich glaube, es ist der gleiche Beat wie sonst auch, oder? Korrigier mich, Stefan. Ja, da hast du recht. Du hast recht. Ja. Ja, Tisento. Tisento, super. Tisento. Das war im Original eine gute Nummer. Auch das finde ich gut. Und selbst Scooter kriegen sie nicht kaputt. Oh ja, das gefällt mir gut. Also Scooter selber singen ja meistens die Refrains nicht selber, sondern irgendeine höher gedrehte Stimme singt so, auch State Tisento. State of Mind Track 4 vom neuen Scooter-Album. Ja, HP legt wieder los. Der Refrain, State of Mind. Also yeah, hört man schon öfter mal bei den CDs. Also wüsste ich jetzt nicht, dass es ein anderer Song ist. Ich könnte die nicht unterscheiden, Stefan. Nee, bisher gefällt mir Tisento Track 3 am besten. Track 5. Where the Beats. Oh ja. Das gefällt mir auch ich ganz gut. Die Scheidung ein. Gleich geht's ich find's gut. Ja, verhaltener Anfang. Ist für Scooter fast eine Ballade. Also sehr melodiös. Sehr melodiös. Ja, also nicht, dass die jetzt mainstreamig werden auf ihre alten Tage. Ich kann jetzt noch nicht erkennen, welches Lied sie da gesampelt oder gecovert haben. Das ist jetzt der Futura-Zell-Buddy singt da im Mittelteil, oder? Bit a Bad Boy ist Track 6. Oh, das geht genauso das los wie jeder Song der Track vorher außer dem ersten, aufgehört hat. Wie hieß der erste nochmal? Stealth. Ich hab Steals gesagt. Ja. Das ist ja peinlich. Stealth. Mein Favorit immer noch Tisento. Bit a Bad Boy. Ja, geht genauso los. Bei aller Liebe. Ja, Bit a Bad Boy, Ask the Mic. The sound above my hair. Das klingt ist, jetzt sehr jetzt geht's das ganz romantisch. Los. Jetzt geht's auf Spanisch los. Mach's Musiker, let's make some noise. Da geht's also Englisch gleich wieder. Nee, das war schon Spanisch. Das könnte gut am Ballermann laufen. Ja, das versteht also alles am Ballermann. Altisento, um nochmal darauf zurückzukommen auf Track 3, könnte ein Riesenhit werden. Ja. The sound above my hair. Ja, auch ein bisschen Audio-Tunes. Ne? See your smile. Track 8. Oh, das ist ein Klassiker. Blümchen. Ja, genau. Da geht's gleich los, eben nicht mit HP, sondern mit dieser hochgepitchten Stimme. Das kann wirklich Blümchen sein, oder? Ja, klingt so ein bisschen so. Oder eine hochgepitchte Chair. Right round to the ground, das ja, ist schon eine musikalische Perle. Absolut, Grimme-Preis. Klick-Klack, Track 9. Oh, das ist jetzt minimalistischer. Das ist mal was das Neues. Das finde ich aber cool, den Beat. Ja.
Aber wir würden es zu gerne mal laut drehen, aber so, dürfen wir ja nicht bei YouTube. Oh, jetzt geht's los wieder mit dieser hochgepitchten Stimme. Den finde ich ganz cool, das ist bisher mein zweitliebster Song. Oh, das ist Albums, aber dann besser. Klick, klack. Das ist ein Instrumental, oder? Ja, ich glaube, da geht's gleich noch los. Weißt du, da singt man nicht? Nee. Oh, das, oh, das, ich, das ist, finde ich gut, das Ding. Second Skin ist Track 10 des neuen Scooter. Wie viel haben wir denn noch, wenn ich mal fragen darf? Drei. Das ist jetzt auch noch der längste Track, ne? Oh, der Second geht auch Skin. Ganz oh, ruhig fünf, los. 56. Das ist jetzt so ein bisschen was. Großraumdiskothek, oh, Feuerzeuge an. Ne? Bis alle, wenn wir in unserem Backwarenkostüm nochmal auf die Tanzfläche zurückgehen. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt wirklich eine Ballade. Das ist ja Trance. Schiller. Das klingt wie Schiller. Ja. Scooter machen auf Schiller. Ist das jetzt schlimm für Scooter-Fans oder ist das gut? Nö, das kann man. Also ein ruhiges Ding zwischendurch, das geht schon. Oh, da singt er sogar richtig. Er singt wirklich. HP singt. Second Skin. Oh, er singt. Mit ja, Melodie. Tatsächlich. Stuck on Replay ist Track 11. Ja, da ist das wieder nochmal. Stuck on You ist aber. Stuck on You ist Lionel Richie. Ja. Na gut, Lionel Richie hat in den letzten Jahren ja auch keinen Hit mehr gehabt. Der ist froh über jede Tantier mit ihm da in nicht schlecht. Kann. Dann geht's wieder ganz normal los. Also Lionel Richie hat das, glaube ich, nie gehört, oder? Stuck on Replay. Der würde sich ja nicht wiedererkennen. Ja, typisch, so. Typisch Scooter und letzter Song. Metropolis. Jetzt sind wir sehr gespannt, weil das. Geht's um den Song? Und das geht. Naja, geht um den Film, um den alten Fritz Lang. Möglicherweise. Hat bestimmt eine Botschaft. Könnte der Soundtrack vielleicht zum alten Fritz Lang Film sein? Das ist auch ein Instrumental, ich habe noch keinen Gesang gehört. Nee, nur ein nur bisschen. Also zwei Instrumentals haben wir gehört auf dem neuen Scooter-Album. Wir haben die Single gehört, die selbst Hardcore-Scooter-Fan Stefan Heller nicht so gut findet. J'adore, aber Tisento! Scooter, ihr müsst Tisento auskoppeln. Und das dann ist ein Knaller. Nächster Track, Klick Klack. Klick Klack, aber eigentlich nur, weil er relativ innovativ ja, ist. Ja, ist ganz cool. Das ist schon. So, wir sind durch mit dem Scooter-Album. Ich habe es überstanden. Ich hatte Zweifel, ob ich es überlebe, weil ich habe teilweise echt Schwierigkeiten, die meisten Songs auseinanderzuhalten. Aber mir gefällt es. Under the Radar, Over the Top. Aber Tisento ist wirklich, glaube ich, könnte ein riesen Knaller werden. Unsere Bewertung bei YouTube 1 bis 5 Sterne. 1 ist das Schlechteste, 5 das Beste. Ich gebe 4 Sterne. Von mir bekommen Sie 5 Sterne dafür, dass Sie Ihren Streamel durchziehen. Hut ab davor. Tisento als potenzielle Hitsingle kriegt zumindest 3 Sterne. Ansonsten generell für die Art von Musik 1 Stern. Und eure Meinung jetzt posten und auch Bewertung abgeben. 1 bis 5 Sterne. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Das waren Becker und Heller, Deutschlands härteste Musikkritiker über Scooters neues Album.